Eine Rückfahrkamera, die automatisch aus- und einfährt. Ein echtes Highlight der neuen CLA-Klasse. Wollen Sie die Kamera ausbauen, dann entfernen Sie zunächst das Kennzeichen. Um Beschädigungen zu vermeiden, kleben Sie den Bereich unter der Kunststoffblende mit Klebeband ab. Dann entfernen Sie beide Befestigungsschrauben der Kunststoffblende. Jetzt können Sie die Blende mit dem Montagekeil ausklipsen. Anschließend demontieren Sie die Umfeldleuchte des Kofferraumdeckels. Trennen Sie dafür die Steckverbindung. Nun müssen Sie an den Heckdeckel-Scharnierabdeckungen und der Kofferrauminnenverkleidung jeweils die Befestigungsklipse entfernen. Ebenso die beiden Anschlagpuffer. Klappen Sie die Heckdeckel-Scharnierabdeckungen nach vorne und entfernen Sie die Aufnahme vom Warndreieck. Die Kofferrauminnenverkleidung ist jetzt lose und kann herausgenommen werden. Nun ist der eigentliche Ausbau der Rückfahrkamera an der Reihe. Trennen Sie Ihre elektrischen Steckverbindungen. Es sind 4 an der Zahl. Ein Schraubendreher hilft Ihnen dabei. Anschließend lösen und entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben links und rechts der Rückfahrkamera. Das war der letzte Handgriff zum Ausbau. Wenn Sie die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen, befindet sich die Rückfahrkamera wieder in ihrer Einbauposition.